Willkommen zurück, Freunde. Hier ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind gerade mit Termin in der Draconiforce Lapiforce Aufgabe. Und. Ah, yo, genau. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was hier drin war. Da muss ich mit dem Kaninchen rein, okay. Mit dem Kaninchen. Ui. So. Ich werde jetzt nicht hier drauf springen, weil dann bin ich da oben und das will ich noch nicht. Wartet mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo es war. Es muss. Irgendwo muss ich das Kaninchen finden. Wo kam ich denn da hin? Oh Mist, wie war das denn jetzt? Ich hoffe, ich habe mir jetzt. Wenn ich da hochspringe. Dann ist vorbei, dann ist Ende. Verdammt. Oh shit, wie war das? Vor allem, wo war das? Das ist die Truhe, ja. Kam ich an das Kaninchen dran. Das ist zu, hätte ich hier vorhin noch irgendwas anderes? Ja, genau das. Es fehlt mir wie eine Bildkarte. Mann! Ich weiß. Ja. Du hast alle 10 Schilde gesammelt. Das gibt's doch nicht. Ich komme in den Bohnen-Bonusraum. Fantastisch. Ja, die müssen wir auch irgendwann nochmal machen. Nur wegen dieser blöden Bildkarte. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elastik. Wenigstens die Kesselkuchen kommen. Hermine, lauf. Jawohl. Ui. Aber es fehlt ernsthaft für eine Bildkarte. Hermine, da bist du. Wie war's? Klasse.
Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen es später nochmal. Später. Oh, Quidditch. Der nächste Morgen war recht stürmisch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison. Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich... Dementoren! Abgestürzt. Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Er entschied sich aber, sich seiner Angst vor Dementoren zu stellen. Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Jawohl. Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen, also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat, also in deinem Fall einen Dementor, Harry. Zuerst üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel, halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen. Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. Expecto Patronum! Ausgezeichneter Zauber, Harry. Noch zweimal. Ganz genau so, Harry. Nur noch einmal. Expecto Patronum! Fantastisch. Drei perfekte Zauber, Harry. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Erkunde die Räume im Patronum und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Hallo, Oma! Depulto! Mal schnell ein paar Bohnen hier mitnehmen. Hallo? Nun geht dein Tour einfach wieder zu. Depulto! Oink! Umgefallen, der Totenkopf. So, jetzt haben wir ein Speicherbuch, hey! Boah. Oh, ein Dementor! Nein, Harry, konzentrier dich! Der Irrwicht sieht nur wie ein Dementor aus. Er spielt mit deiner Angst. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Triffst du auf mehr als einen Dementor, oder in diesem Fall Irrwicht, wird ihre Präsenz dich wahrscheinlich daran hindern, dich zu bewegen. Ein perfekter Patronus schaltet den Irrwicht aus. Für den Moment. Dann musst du auf alle übrigen Irrwichte zielen, bevor der vorherige Zauber aufhört zu wirken. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Ich habe es geschafft! Gut gemacht, Harry. Anscheinend hast du den Zauber gemeistert. Toll! Oh, und da ist noch eine Sammelkarte. Ja, her damit! Ha? Und tschüss. Was? Oh nein!
Nicht getroffen. Gut gemacht, Harry. Wirklich sehr gut. Entschuldige bitte die Falltür und so weiter. Ich musste wissen, wie du reagierst, wenn die Dementoren dich überraschen. Du hast dich hervorragend geschlagen. Danke, Professor Lupin. Oh Mann. Nach dem Unterricht gegen die Dementoren fragte Harry Professor Lupin, ob es stimme, dass Sirius Black und sein Vater Freunde gewesen seien. Professor Lupin schien die Frage unangenehm zu sein. Er sagte nur, dass er Sirius einmal gekannt habe oder es zumindest glaubte. Grenze ist verschwunden! Und weißt du, was auf dem Boden lag? Katzenhaare! Rostrote Katzenhaare! Du willst doch nicht sagen, dass Krummbein... Ich habe gerade gehört, sie wollen Seidenschnabel wegen des Angriffs auf Malfoy hinrichten. Nein! Das können sie nicht! Da steckt Malfoy dahinter. Ihn sollten sie bestrafen. Wir müssen doch was tun können. Eine Berufung. Eine Berufung, genau. Ich habe da doch was über Hippogreifenangriffe gelesen. Wir können in der Bibliothek suchen. Ich komm mit, aber ich habe wirklich genug von deiner Monsterkatze, Hermine. Ich frag mich, wo Madame Pince ist. Vielleicht hat Krummbein sie auch erwischt. Ich weiß, dass sie uns die Bücher über Hippogreifenschlägereien gibt. Es ist ein Notfall. Sie stehen dort im Rechtsbereich, aber der ist abgeschlossen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, daran zu kommen. Na gut. Wir sollten das aber machen, ohne Ärger zu bekommen. Ärger? Wer sagt, wir bekommen Ärger? Och, Juan. Ron, schau mal nach, ob wir nicht irgendwie in den Rechtsbereich hochkommen. Okay. Wie praktisch, dass das Ding jetzt kommt, da? Hallo, Aurora! Hallo. Hallo, Aurora! Geh mal weg, da, Harry. Okay, hier ist uns nichts mehr. Hip, ah, hip, ah. Carpus Retractum. Ah, Carpus Retractum. Carpus Retractum. Eine Buchregalleiter. Hier war eine Bildkarte. Hey. Hallo. Hallo. Jetzt übernehme ich Ron. Du und Harry steht Schmiere. Wir rufen, wenn wir Madame Pince sehen. Look. Ihr schon wieder. So. Na komm her. Ach Mist. So. Hallo. Kesselkuchen. Richtung, natürlich. Flatter, flatter. Nun. Ach komm, der Rest laufen wir.
Da ist das Buch. Perfekt. Und jetzt direkt zu Hagrid. Direkt zu Hagrid? Hast du was gefunden, was uns bei Seidenschnabels Verteidigung hilft? Ja. Ich habe das Buch auch schon Hagrid gegeben. Moment, wie hast du das gemacht? Wir haben uns gerade erst getrennt. Naja, ich habe eine Abkürzung genommen. Komm, wir wollen uns nicht zur Zauberkunst verspäten. Es ist gleich hier. Haltet diese schrecklichen Dinger von mir fern! Lauft! Es hat total den Verstand verloren! Wie die Seite. Oh nein! Das sollten wir uns besser mal ansehen. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja. Wir haben aber noch Zeit, dem Ding eine Lektion zu erteilen, was auch immer es ist. Deine Entscheidung, Harry. Machen wir. Da läuft eine Art Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Na, du Buch. Wir sollten die Wahrheit haben. Recto Zentra. So. Die Vertrauensschülerin sagte, wir nehmen alle Karten, wenn wir das Ding endgültig besiegen. Wir sollten lieber abhauen. Das Buch Geschichte, so ein alter Schinken. So viel zum Thema Monsterbuch der Monster. Ein bisschen traurig ist es schon. Wir hätten es vielleicht zähmen sollen. Natürlich. Hermine. Natürlich. Hey. Ganz viele. Okay, so. Wollte ich schon einmal sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal dann die Glatzes-Aufgabe. Also, mal gucken, ob ich da alle Bildkarten auf einmal auf Anhieb finde oder ob wir es dann auch irgendwann nochmal machen müssen. Klack, klack, klack. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Für heute war es das erstmal und ich sag mal bis dahin und ciao.